Die aktuelle Lage ist ziemlich krass und ich glaube, keiner von uns hat erwartet, dass wir in so einer wirklich Ausnahmesituation leben. Vor allem dachten wir wahrscheinlich alle, nach den letzten Jahren wird alles einfacher und entspannter. Und jetzt sieht es gar nicht danach aus. Die Frage ist, wie kannst du damit für dich umgehen? Die Situation selber können wir leider nicht beeinflussen, aber wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen und was wir tun können, damit die Nachrichten uns nicht zu sehr belasten. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Lerne entspannt erfolgreich zu sein. Weil Stress kein Statussymbol und Burnout kein Standard sein darf. Ich nehme die Episode auf heute am Freitag, also ein paar Tage bevor du sie jetzt am Montag hören kannst. Und ich bin jetzt einfach mal so optimistisch und hoffe, dass sich die Lage nicht dramatisch verändert hat, sondern dass wir ja vielleicht und hoffentlich natürlich schon in einer besseren Lage sind. Nichtsdestotrotz ist es vollkommen normal, dass wir Angst fühlen. Und das finde ich ganz spannend. Ich finde, man sieht es an den Nachrichtensprechern, auch an verschiedenen Politikern, die wirklich keine Panik schieben, aber doch emotional dabei sind. Es ist normal, dass wir da emotional dabei sind. Ich meine, sonst wären wir wirklich Maschinen. Und solche Sachen können einen einfach nicht kalt lassen, wie das, was gerade in der Ukraine passiert. Deswegen mein Tipp für dich vorneweg. Angst fühlen ist in Ordnung. Und es geht nicht darum zu sagen, hey, positive vibes only und alles ist wunderbar und halb so wild. Nein, manchmal und vor allem dann, wenn die Lage so schwierig ist, genau dann ist es auch wichtig, dass man sie genauso bezeichnet, wie sie ist. Vielleicht erinnerst du dich auch, Stress verläuft ja in vier Phasen. Es gibt Punkt 1, die Wahrnehmung. Also man sieht, okay, da könnte jetzt gleich was passieren. Punkt 2, Alarm. Oh oh, da ist was passiert. Punkt 3, Handlung. Wie gehe ich jetzt damit um? Und Punkt 4, die Erholung. Wie regeneriere ich mich, dass wenn das nächste Mal so etwas passiert, ich wieder ready bin? Und die Sache ist die, dass wir uns momentan natürlich in dauerhaftem Stress befinden, weil wir die Lage selber nicht beeinflussen können. Das heißt, wir nehmen das wahr. Und wir sind selber auch in einer Art Alarmbereitschaft, aber wir können nicht handeln. Das heißt, wir stecken irgendwo zwischen Phase 2 und Phase 3 und können nicht wirklich was tun. Wir können warten, wir können hoffen, wir können demonstrieren, wir können beten, was immer sich für dich gut anfühlt. Nur, wie kannst du die Situation für dich so handeln, ist ein krasses Wort, weil ich habe keine Ahnung, wie man so etwas handelt. Aber ich versuche dir zu helfen, dass es für dich im Umgang etwas auch erträglicher ist nicht das richtige Wort. Hey, ich habe keine Ahnung, wie ich das benennen soll. Besser ist auch nicht das richtige Wort. Aber einfach, dass es dir nicht ganz so schlecht dabei geht. Das heißt, das Ziel ist normalerweise, dass wir die vier Stressphasen durchmachen, uns regenerieren und wieder von vorne anfangen. Und jetzt stecken wir eben zwischen der zweiten und der dritten Alarm und Handlung. Welche fünf Schritte kannst du jetzt gehen, damit du eben bis zur Erholung kommst? Und natürlich denkt jetzt niemand hier an ein super-duper Wellness-Wochenende, ganz entspannt, sondern Erholung heißt gerade erstmal, okay, dass sich die Situation so weit beruhigt, dass wir alle wieder in Ruhe schlafen können. Und hier habe ich fünf Schritte für dich, die ich selber übrigens auch natürlich nutze und mache und die mir selber helfen, weshalb ich sie dir mitgeben möchte. Punkt Nummer 1, und wenn du den Podcast schon ein bisschen hörst, dann weißt du, dass das immer wieder aufkommt. Punkt Nummer 1 ist das Atmen. Wenn du dich komplett hilflos fühlst und wenn du dich verloren fühlst und wirklich Angst hast, dass das alles zu viel wird und dass dieser Druck, der in der Welt irgendwie auf dir lastet oder der dich mitnimmt, dann atme. Atme 3 bis 5 Mal tief durch. Warum? Wir atmen normalerweise automatisch. Das läuft einfach so. Logischerweise, seit wir geboren sind, wissen wir, okay, einatmen, ausatmen. Und das macht unser Körper ganz automatisch. Nur wenn wir das bewusst machen, können wir dadurch sogar unseren Puls beruhigen, zum Beispiel den Blut, falls wir Hochdruck haben, etwas senken, weil wir einfach ein bisschen gelassener werden. Deswegen hilft es, sich immer wieder auch einen Reminder zu setzen, zu sagen, okay, 3 bis 5 tiefe Atemzüge. Einfach mal ganz tief einatmen und ganz tief ausatmen.
Ich kann dir nur sagen, probier es aus. Atmen ist krass. Wenn man es bewusst macht, noch viel krasser, weil man wirklich seine, also ich persönlich merke das auch, wie alles, was in mir vibriert und unwohl und unruhig ist, wenn ich tief ein- und ausatme, wie sich da wirklich viel verlangsamt und entschleunigt. Auch wenn es natürlich die Grundhaltung jetzt, ja, oder die Grundsituation zwar nicht verändern kann, aber ich kann meine Antwort darauf verändern. Ich kann also ein bisschen ruhiger und klarer denken und handeln. Punkt Nummer zwei, und das ist ein Punkt, in einem meiner Lieblingsfilme heißt, geht es auch um eine Familie, die vor dem Krieg geflohen ist. Und sie lernt dann einen Mann kennen und erzählt ihm die Geschichte und meint nur, es ist so gemein, welches Recht habe ich auf dieser Welt, dass ich glücklich bin? Und daraufhin meint er, welches Recht hast du, unglücklich zu sein? Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Dialog. Deswegen kann man nur für sich selber feststellen, Spaß haben ist okay. Und das klingt total abstrus momentan, vielleicht ja, total schwierig auch, aber es ist einfach so, Spaß haben ist in Ordnung. Denn ganz ohne Spaß wird es schwierig im Leben. Und ich finde es auch wahnsinnig krass, wenn man sich anschaut, was man für Videos sieht. Na klar, man weiß nicht, was ist davon alles fake, was ist echt. Aber ich denke, es gibt schon einige zuverlässige Quellen, die selbst Soldaten zeigen, die Humor haben. Und das ist krass. Also nach erstens atmen, zweitens Spaß haben. Mach etwas, was dir Spaß macht. Wenn das bei dir, wie bei mir, das Tischtennis ist, mach das. Wenn du gerne Filme schaust, mach das. Ich zum Beispiel kann momentan nur Komödien gucken und was ganz Lustiges und Leichtes. Mir fällt es extrem schwer, irgendwelche kriegerischen oder krassen Filme zu schauen in dieser Hinsicht. Was auch immer dir Spaß macht, mach das. Punkt Nummer drei, und das ist in meinen Augen einer der schwierigsten Punkte, ist die Hilflosigkeit. Man sitzt da wie im Kino in der ersten Reihe und kann aber den Film nicht ändern. Und genau das ist das Herausfordernde. Wie kann ich mich jetzt also in irgendeiner Form hilfreich, nützlich machen? Weil ich finde, es ist nichts schlimmer, als dass man hilflos ist. Ich persönlich bevorzuge immer den Punkt, mach irgendwas, Hauptsache du machst was, hilf irgendwie, egal wie klein, aber einfach nur da sitzen und warten, da bin ich richtig schlecht drin. Also habe ich mir auch überlegt, was kann ich denn machen, um meine Hilflosigkeit loszuwerden? Klar, zum einen zum Beispiel gibt es Demonstrationen in vielen Städten, es gibt viele Aktionen, an denen man teilnehmen kann. Da ist man gleichzeitig auch Teil einer großen Gruppe. Das gibt natürlich auch nochmal ein gutes Gefühl. Komme ich später nochmal drauf zurück. Oder auch, wenn du weißt, bei euch ist eine Sammelstelle, hilft das zu sortieren, aufzuladen, spende selber. Ich möchte jetzt hier keine Orden verteilen für jemand, der spendet und jemand, der nicht spendet, wird bestraft oder so. Um Himmels Willen, das meine ich nicht. Was ich meine ist, tu dir selbst einen Gefallen und überwinde diese Hilflosigkeit. Es ist so krass, wie gut oder wie viel besser man sich danach fühlt, wenn man irgendwas gemacht hat, indem man irgendwie die Menschen dort unterstützt. Und sei es durch Spenden, sei es durch Spenden sortieren, durch Aufladen, durch Koordinieren, was auch immer du kannst oder wie du helfen kannst. Und es hilft anderen Menschen, gibt einfach ein richtig gutes Gefühl. Das ist mal wieder das Beispiel, dass Geben oft sehr viel mehr Segen ist als Nehmen. Der vierte Punkt ist, unternimm was mit anderen. Ich habe es gerade schon angesprochen. Wenn du demonstrieren gehen möchtest oder wenn du Spenden sammeln oder verteilen oder koordinieren möchtest, das findet normalerweise im Team statt. Und diese Solidarität und dieses Team und dieses Wir-Gefühl, was ich da die letzten Tage erlebt habe, hat mir echt so einen Lichtblick gegeben. Weil auf einmal waren alle an einem Strang, auf einmal waren alle so vereint und alle anderen Sachen waren so nebensächlich einfach. Es war so irrelevant, wer wo was macht, woher kommt, was arbeitet. Hey, es war komplett egal. Es gab ein großes Ziel: helfen. Beziehungsweise es gibt dieses große Ziel und das ist einfach unfassbar ergreifend. In irgendeiner Weise natürlich auch melancholisch, gleichzeitig auch sehr ergreifend. Und das zeigt mal wieder, im Wir geht vieles einfacher als im Ich. Und wenn es nur dein Gefühl ist, das Wir, das verändert echt einiges. Der fünfte Punkt,
ist wahrscheinlich auch einer der schwierigsten. Gerade wo jeder doch ein Smartphone hat, vielleicht Tablet, Laptop und so weiter. Oder auch in der U-Bahn, überall gibt es Screens. Und zwar ist der fünfte Punkt: Manage die Zeitfenster, in denen du die Nachrichten anschaust. Ich weiß, es ist schwer, weil man gerade in der aktuellen Zeit natürlich einerseits immer wissen will, was los ist. Muss ich vorbereitet sein? Muss ich das wissen? Wie schaut es da aus? Gleichzeitig macht es einen natürlich fertig, wenn man sich nur noch damit beschäftigt. Und wieder, also vielleicht ist hier auch wichtig, nochmal einzubringen, Empathie versus Mitleid. Im Mitleid stecke ich mit im Leid. Das heißt, mir geht es selber genauso schlecht. Ich werde handlungsunfähig. Ich kann gar nichts machen. Empathie hingegen ist, dass ich verstehe, wie geht's dem anderen. Und selbst wenn ich es nicht durchfühlen kann, dass ich verstehe, wie es ihm ungefähr gehen muss und dass ich dafür da sein kann. Aber Empathie kannst du nicht haben, wenn du Mitleid hast. Und Mitleid entsteht schnell, wenn man sich zu sehr, zu tief dort reinarbeitet. Klar, wenn du jetzt Nachrichtensprecher bist, Journalist in irgendeiner Form, hey, dann ist das unfassbar schwer, weil es ist dein Job. Du beschäftigst dich Tag und Nacht damit. Aber wenn das nicht dein Job ist, achte darauf. Informier dich, das ist wichtig, aber zu gewissen Zeiten. Mach die Push-Notifications aus und informiere du dich, wenn du willst und nicht dann, wenn irgendein neuer Bericht online geht. Vor allem die Schlagzeilen sind ja dann auch so krass, die dich sofort, ja, wahrscheinlich zittern lassen sogar. Ich weiß, heutzutage sind wir immer online, dauer online. Das ist echt schwer, die Push-Notifications auszustellen. Aber ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Zusammenfassend also die fünf Schritte, die du tun kannst. Punkt Nummer eins: Atmen. Tief atmen, gern die Augen zumachen und einfach dadurch auch den Puls und alles etwas herunterfahren. Zweitens: Spaß haben ist okay. Mach etwas, was dir Freude bereitet. Wahrscheinlich würde es dich nicht so euphorisch erfüllen wie in anderen Zeiten, aber wenn es dir irgendeine Form von Glücksgefühl gibt und du dadurch zur Erholung kommst in den Stressphasen, tut dir das selber einfach gut. Drittens, werde die Hilflosigkeit los. Mach etwas, wo du weißt, es gibt Mehrwert und du kannst etwas tun, sei es demonstrieren, spenden, organisieren, etwas in die Richtung. Viertens, unternimm etwas mit anderen zusammen. Vieles ist leichter, wenn wir es im Wir machen als allein. Und fünftens, achte auf deine Zeitfenster. Wann informierst du dich? Wann schaust du Nachrichten? Mach deine Push-Notifications aus und nutz die Zeit wirklich für dich. Und ein Bonuspunkt am Ende, wenn du das Gefühl hast, dich überschwemmt das trotzdem alles, dann macht es Sinn, Sport zu machen. Da kannst du deine überschüssigen Gefühle, sage ich mal, rauslassen, austoben. Da ist egal, ob du Kraftsport machst, joggen gehst, verausgab dich in irgendeiner Weise. Denn wenn dein Körper das rauslassen kann, geht es deinem Geist danach auch besser. Ich wünsche uns allen das Beste und ich hoffe, dass dir diese Tipps helfen und vor allem, ja, dass wir uns einfach nächste Woche wiederhören und dass wir uns ganz bald wieder eher anderen Themen widmen können.